Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Clanvolk. Wir haben neu gestartet, bauen eine neue Siedlung und los geht's. Okay, blöder schauen kann man, glaube ich, nicht. Okay, doch, geht. Ja, wir wollen eigentlich noch, ich würde gerne Fallen aufstellen, aber ich glaube, das kann ich noch gar nicht, gell? Wir brauchen erst Fallen. Okay, wir lassen einfach mal die Zeit gehen. Kommt, legt euch jetzt, legen sie sich alle pennen, auch Nemex kommt. Ab ins Bettchen mit dir, Nemex. Wir brauchen ein paar Seile, Bögen und ganz viel Stroh. Ganz viel Stroh, aber jetzt sollen sie erstmal schnell pennen. Und dann Essen haben wir erstmal tatsächlich genügend. 25 gekochte Aal, noch 10 weiteren Aal. Auch hier oben kann man auch draufklicken, das wusste ich gar nicht. Geil. Geil. Okay, hier. Landwirtschaft. So direkt Landwirtschaft haben wir zwar oben, aber nicht ganz oben, gell? Ja. So, und jetzt ist die Industrie schon überall ein bisschen runtergesunken. Das wusste ich, dass das so kommt, aber auf Industrie wird zukünftig leider ein bisschen der Fokus liegen. Absolut, das passive Gefühl, das ist fast der wichtigste Wert. Vielleicht nicht am Anfang, aber später dann sehr wohl, weil dieses ganze Zeug, alles, jeder Herstellungsbereich wird ja fast mit Industrie bedient. Das heißt, ja, später Arbeitsbereich, also Eisen und. Ja. Deswegen Industrie ganz wichtig. Aber schön, dass wir hier jetzt einen Haufen Eisen haben. Das macht es mir ein bisschen leichter als in meinem Singleplayer-Spiel, wo ich mir jedes Eisen erhandeln muss. Okay, wir werden schon mal anfangen. Ich möchte bitte hier Moment. Ich hätte hier gerne eine Lehmmauer eigentlich. Hier. Wir brauchen für die Lehmwand noch mehr Stroh. Ja, okay. Das muss sich nur jemand drum kümmern. Das ist alles. Das ist eigentlich alles. Und zwar müsste sich Quissel drum kümmern. Quissel hat aber noch Freizeit. Wieso Freizeit? Hallo? Bei mir gibt es keine Freizeit. Arbeiten bis zum Tode. Hier hinten sackt er rum. Fauler Quissel. Peitsche! Aber nicht. Wir haben keine Peitsche, blöderweise. Ja, Quissel, wie lange hast du jetzt noch Freizeit? Unglaublich. Unglaublich. Ey, Jugendarbeitsschutzgesetz gibt's hier nicht. Geh arbeiten. Jetzt haben sie... Hat Quissel heute schon überhaupt irgendwas gemacht? Geht ja mal gar nicht. Wir brauchen Heu, Leute. Schon ein bisschen schrecklich. Wir haben nicht ein einziges Heu heute dargestellt, weil Quissel heute noch die ganze Zeit nichts gemacht hat. Why? Also sowas wie ein bisschen die Uhrzeit für die Arbeit, also den Arbeitsplan, der fehlt in meinen Augen tatsächlich noch. Das ist ein bisschen nervig, finde ich. So. Wir müssen hier weiter rein. Und zwar, hier kommt in die Mauer. 1, 2, 3, 4, 5. Also so auf jeden Fall.
so auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben keine Steinspitzhacke mehr. Ich glaube, die sind alle kaputt. Ich glaube, die sind jetzt alle kaputt hier. Aber die haben jetzt alle Freizeit. Wir haben 4 Aufgaben. Und da wird nichts gemacht. Unsere Aufgaben heißen im Endeffekt alle Macht Stroh. Das ist echt unglaublich. Also eigentlich haben wir hier Warteschlange umgehen an, aber man merkt, kaum habe ich die anderen Sachen rausgenommen, wegen fehlenden Materialien, plötzlich geht's weiter. Also so kleine Fehler hat das Spiel anscheinend noch. Kopie machen bitte, das war falsch. Kopie machen bitte, so. So, Kompost, Sackleinenhemd. Okay, wir machen mal. Hose, Hemd. Grab brauchen wir noch nicht. Getreidelager brauchen wir noch nicht. Bedürfnisse, Grab brauchen wir nicht, haben wir gesagt. Landwirtschaft, Kompost brauchen wir eigentlich noch nicht. Lehmwand hier. Die Lehmwand, die dagegen brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. So, so, so. So, so. Fünf mal fünf. Passt. Dann sollen sie mir hier mal... Okay, die ersten Mauern kommen. Das heißt, wir können eigentlich gleich weitermachen. So. Den Rest sollen sie raushauen. Ja, okay. Jetzt geht's mit dem Stroh wieder vorwärts, mit dem Heu. Okay, wir können Wildtiere jagen. Auch das werden wir direkt mal ein bisschen tun. Oder auch nicht. Es ist nämlich kein Wildtier da. Ah, hier hinten, okay. Da hinten sind ein paar. Aber wir können immer noch keine Falle aufstellen, zum Beispiel. Weil die Schlingfallen noch nicht gebaut wurden. Ich muss mal ganz kurz niesen. Zerrissen. Entschuldigung, ich glaube, ich habe die Mikro-Taste schnell genug gefunden. Eigentlich wollte ich die Webcam ausschalten, habe dabei Discord ausgeschalten, das ich gar nicht benutze. So schnell geht's. Okay, wir brauchen mehr Lehm. Mach mal. Zwirn ist eh im Auftrag, Stroh ist im Auftrag. Ja. Den Kompost, ja okay, komm, wir stellen den Kompost einfach mal irgendwo hin. Ist jetzt nicht ganz so wild. Ist das Teil eigentlich richtig rum? Nee. Oder? Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. So, jetzt geht schon los mit Zimmerfreischild. Werden wir auch gleich hinstellen. Einfach nur, weil wir es ja brauchen. Weil wir es brauchen. Das wird das erste Schlafzimmer von uns. Wir werden da auch gleich weiterbauen dann. So, da kommen jetzt die ersten Fallen. Das ist gut. So, die erste Falle ist fertig. Schlingfalle. Komm, wir haben hier ein Loch. 5 haben einen Auftrag gegeben, ja. Okay. Da. Da.
damals schon. Ja komm, wir stellen einfach mal hier und hier noch hin, auch wenn da jetzt nichts ist. Und das ist ja auch ein bisschen seltsam. Okay, es regnet. Ja. Das ist jetzt blöd, weil wenn es regnet, kriegen wir auch kein Stroh. Aber ist jetzt nicht ganz so wild, muss man sagen. Ist jetzt nicht ganz so wild. Dann sollen sie erstmal andere Sachen hier machen. Ich würde dann nämlich auch gerne schon mit der nächsten Aufgabe anfangen. Und zwar machen wir hier den Handwerksraum direkt rein. Und sagen einfach Lehmwand hier, beziehungsweise da nicht. Da kommt dann die Tür rein. Ah, die nächste Spitzhacke ist kaputt. Also Spitzhackenverschleiß haben wir halt mal ohne Ende. Was braucht denn so eine Spitzhacke? Äste und Steine, ja, das haben wir mehr als genügend. Bin eh verwundert, warum der immer nur sagt, immer nur eine da ist, obwohl wir ja gesagt haben, eigentlich drei. Vielleicht sollten wir das Teil dabei schon mal ein bisschen umziehen. Wir ziehen dich einfach mal da rein dabei. Weil dann können wir zumindest, Heu ist halt das Wichtigste am Anfang, dann können wir das zumindest mal weitermachen. Wir können ja bei der Dreschmaschine ruhig mal die 8 geben dabei. Wie viel Essen haben wir noch? 10. Ja, weil kochen können wir ja momentan auch nicht. Na, wir überlegen aber doch vielleicht gleich mehr umziehen. Ob wir sie im Wasser dabei schlafen lassen. Und sagen... Nicht ernsthaft, oder? Okay, wir brauchen erst Spitzhacken. Und brechen hier mal ab. Das ist gebaut. Das brechen wir einfach ab. Und das, dann brauchen wir auch keine Fallen mehr. Oh, und jetzt brauchen wir da Heu. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Wände einreißen, bitte. Das war jetzt schön. Das war jetzt schön. Okay, komm, wir nehmen das Feuer hier dabei. Und das kommt hier mal kurz hin. Machen wir auch eine höhere Prio. Und wir brauchen ein anderes Lager, sehe ich gerade. Wir brauchen die Müllkippe. Kleidung ist jetzt mal egal. Wäschekorb ist auch noch egal. Kommt jetzt dann alles später. Okay, jetzt kommt wieder die nächste Spitzhacke. So, wir machen Essen. Wir machen Heu. Wir haben ein Hemd, eine Hose gemacht. Ich mach mal eine Tunika und eine Mütze. Okay, weiter geht's hier. Es wird gebaut. Es wird gebaut. Kommt schon. Oh, jetzt gehen sie alle schlafen. Okay, wir schauen mal kurz. Ideen. Wo stehen wir denn hier unten? Wir brauchen dringend die Stellenbörse und den Handelsposten. Ja, aber wir stehen gar nicht so schlecht da. Ich meine, wir sind noch im Sommer. Wir haben Nahrung. Wir haben Eisen. Wir geben gut Gas. Das passt. Oh, wir haben richtig viel.
Spieleisen, hä? Und hier ist der Zwirn. Komm, wir sagen jetzt dann einfach mal... Nochmal 25 Zwirn. Also ich habe das Gefühl, man darf hier nichts, also wenn man hier diese automatischen Aufträge hat, man darf hier nichts einreihen, wo man keine Materialien hat. Das Gefühl habe ich. Aber sei mal dahingestellt. Ach, kommt schon, wacht auf, ihr faulen Säcke. Hier machen wir Handwerk hin, daneben machen wir dann irgendwo gleich den Lagerraum noch hin. Hier kommen zwei Schlafräume hin. Wir haben natürlich jetzt hier viele Aufgaben vom Steinehacken, aber es ist ja Sommer, deswegen können wir uns da auch ein bisschen Zeit lassen. Also wie lange das jetzt dauert, bis hier die Wände gezogen werden, das ist mir eigentlich total egal. So, wir wollen... Ein Tontopf, einmal Ziegelstein. Vom Ziegelstein her wollen wir immer 50 auf Vorrat. Genauso von den Ziegeln. Gut. Ansonsten Kruglager und so interessiert halt auch noch nicht. Und irgendwo haben wir noch irgendwas freigeschalten. Hier Wasserkrug, genau. Haben wir auch noch nicht, ja. Spielt auch noch keine Rolle. Wird da oben gearbeitet. Gut. Also wir kommen auf jeden Fall vorwärts. Nächste Schlafmatratze bitte. Wir kommen auf jeden Fall vorwärts. Das ist ja schon mal was. Aber das eine Teil hier ist immer noch nicht... Egal. Passt soweit. Passt soweit. Okay, hier, nächste Matratze fertig. Zack. Okay. Jetzt können wir hier Lehmwand kopieren. So bitte. Dach ist hier drüber überall. Ja. Dach müssen wir nicht ziehen. Das ist gut. Ja, läuft. Was soll ich sagen? Oh, hier, nächstes Bett ist fertig. Okay, können wir so mutig sein und gleich beide bauen nochmal? Freischalten, wässern, brauchen wir gerade nicht. Objekte, Hellregal, ja. Noch irgendeine Idee? Oh, hier, gekochtes Fleisch. Werden wir erstmal kochen. Aber nicht sehr lange. Nicht sehr lange. So, wir brauchen wieder Äste. So, jetzt haben wir die Fellmütze freigeschalten. Auch Felltunika auch. Bauen wir auch gleich überall eine. Was haben wir hier? Oh, Golderz. Das, oh Gott. Ja, ich habe noch nie Gold gehabt in dem Spiel. Geil. Geil. Okay, für diesen Boden freigeschalten. Aber mit sowas beschäftigen wir uns jetzt erstmal noch nicht. Noch. Die ganze Lagerzone hier ist zu klein. Mach mal Materiallagerzone. Kann ruhig noch ein bisschen größer hier werden. Mal gucken, ob das ein oder zwei Zonen sind. Haben wir noch für eine Idee? Den Dummkorb haben wir noch. Ja, schön. Werden wir auch einmal bauen, einfach damit wir ihn haben. Ist ja immer wichtig, um neue Sachen freizuschalten. Wir brauchen Äste, aber wir haben noch ein paar Aufträge. Wir haben aber kein Heu mehr.
Gut, und jetzt haben wir den Rennofen. Lehm brauchen wir auch schon wieder. Aber kein Problem. Kein Problem. So, den Rennofen, den werden wir jetzt direkt hier reinstellen. Wir sagen hier auch schon mal Lehmwand. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Warum wird jetzt hier zum Beispiel Fleisch gelagert? Gute Frage, nächste Frage. Aber wir könnten schon mal dich jetzt hier rüber und dich hier rüber. Hier ist ein Dach kaputt gegangen. Mist, Mist, Mist. Da braucht man, mach mal eine. Steindach draus. Nee, so nicht. So, so und so. So, dann haben wir die Sachen nämlich hier schon mal im Handwerksraum. Auch der Handwerksraum wird noch größer und sich ein paar Mal verändern. Oder wir machen eher so eine Art so zwei Handwerksräume draus. Die Sachen zum Beispiel hier wie Heu weg von dem Brennenzeug und so. Wenig Nahrung. Was? Warum? Weil nicht gekocht wurde. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Was soll ich jetzt dazu sagen? Es geht schon wieder los. 267 Aufgaben. Und schon wird einmal nicht gekocht. Könnten wir immer von den Aufgaben dabei sagen, wenigstens ein paar Beeren sammeln. Und einfach nochmal ein paar Tiere jagen. Also irgendwie haben wir mit Tieren echt nicht so das Glück hier auf der Karte, oder? Nicht gerade viel los hier. Nicht gerade viel los hier. Ja, jetzt haben wir keine Nahrung mehr, aber das ist kein Problem. Das kriegen wir gelöst. Theoretisch sind 10 Rohr Aal da. Man muss halt einfach nur das Lagerfeuer aufbauen. Und loskochen. Das ist alles. Wo ist unser Baumensch? Doch, Fertigkeitenindex, stimmt doch. Live müsste es eigentlich machen. Baut auch, allerdings die falschen Sachen. Warum baut der das Lagerfeuer jetzt nicht? Mach mal schnell Priorisierung 10. Dann wird sich jetzt irgendjemand... Ja, hier kommt das Kochfeuer schon. Zack. Hier machen wir Priorisierung 8 auf jeden Fall. Fellmantel. Bauen wir auch gleich einmal. Den Sackleinmantel auch. Da wird jetzt mal gekocht hier. Ja. Rado kocht irgendwo. Angeblich. Sich wahrscheinlich gerade Fleisch geholt oder so. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Es geht auf jeden Fall weiter. So, warum ist das Teil hier auch nicht aufgebaut? Also das nervt mich manchmal mit dem, du musst es nur umziehen, das liegt hier rum. Das interessiert halt nur nicht. So, wir haben Eisenbarren. Okay, jetzt wird's interessant. Wir machen mal einmal Eisen, einmal Gold. Aber wir sagen auch gleichzeitig, Eisen wollen wir immer 50 rumliegen haben. Und Gold auch. Ich weiß noch gar nicht, für was man Gold braucht. Ich habe noch nie Gold gehabt in dem Spiel. Aber wir haben 5, 5.
22 rohes Fleisch. Aber niemand kocht. Wir brauchen Kochen jetzt ganz oben, sorry. Es geht einfach nicht anders. Halt, wer war das gerade? Rado. Rado sammelt lieber gerade. Why? Okay, jetzt transportieren sie, aber keiner kocht. Lagerzone, Lagerblockade, so bitte. So, das müssen wir mal kurz alles hier wegtransportieren. So, alles wegtransportieren. Dann hätte ich nämlich gerne die Betten jetzt hier. Hier. 5. So. Sägewerk, Handelsposten. Ja, okay, jetzt kommen die interessanten Sachen. Allerdings bin ich mit dem Essen noch sehr unzufrieden. Wobei, jetzt wurde immerhin der Aal fast weggekocht, aber Fleisch haben wir immer noch nicht. Ich muss mal hier die Reparatur raufsetzen. Also das macht jetzt ja wirklich gerade keinen Sinn, oder, mit der Reparatur. Das macht jetzt hier gerade wirklich überhaupt keinen Sinn. Okay, wir brauchen ein Sägewerk. Das tun wir mal hier hin. Den Dunkkorb haben wir schon drinnen eigentlich. Genau, dann haben wir das Zimmerfrei-Ding. Dann wollen wir jetzt die Stellenbörse. Und noch wichtiger ist allerdings der Handelsposten. Und da machen wir jetzt gleich mal eine 10 rein. Holzkohle haben wir drinnen. Äste müssen wir einstellen. Und hier haben wir jetzt auch den Steinkamin. Da werden wir uns dann gleich drum kümmern. Ah, hier können wir einstellen. Moment. Machen wir hier erst Bretter und dann, wir wollen immer 100 Äste auf Vorrat haben. Wir wollen immer 50 Bretter auf Vorrat haben und wir geben neue Aufgaben. Bäume fällen, ja. Und allerdings auch Äste sammeln. So. Gut, viele neue Aufgaben. Boah. Mir ist schon wieder warm. Oh, wir sind bei 28 Minuten. Okay. Für Folge Nummer 2 war es das jetzt. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.